Ich begrüße zum Interview am Freitag Heidi Warth. Wir sitzen auf einer wunderschönen Terrasse, etwas höher gelegen in Sonwida. Und gleich mal die erste Frage, Sonwida hat etwas Besonderes für Sie? Für mich auf jeden Fall. Sonwida ist ein geschlossenes Wohngebiet mit einer Ein- und Ausfahrt. Da sitzen 24 Stunden lang zwei Sicherheitsbeamte. Man ist in 5 Minuten in der Stadt Palma. Es gibt ungefähr 300 Häuser hier und trotzdem, wie man sieht, ist es ausgesprochen grün und man hat trotzdem noch, obwohl man in der Stadt ist, das Gefühl, man ist in der Natur. Und Sie mit Ihrem Job haben trotz alledem, da es nur 300 Häuser. Anlagen sind, Häuser sind, immer noch zu tun? Ich habe gut zu tun, ja, auf jeden Fall. Es gibt doch viele Sonwida Fans auch. Gerade auch für jemand, der auf die Insel zieht mit Kindern, ist natürlich die Anbindung an die Stadt und die internationalen Schulen eines der gefragtesten Gebiete. Ist auch schon ein besonderes Gebiet. Für mich ist es schon ein besonderes Gebiet, es ist ein reines Wohngebiet. Es gibt 3 Golfplätze, 2 Fünf-Sterne-Hotels. Die Einrichtungen von den beiden Fünf-Sterne-Hotels können mitbenutzt werden. Und ich mag die Privatsphäre und trotzdem die schnelle Anbindung. Ja. Frau Warth, nach den Nationalitäten an diesem Hang oder am Berg, wie wir sagen könnten, wie teilen Sie sich so ein bisschen auf? Sind sehr viele Deutsche auch hier? Es gibt sehr viele Mallorquiner, Spanier auch hier in Sonwida und dann sehr viele Deutsche, auch Engländer, aber eigentlich aus allen Herren Ländern. Es ist sehr international, es ist also nicht eine einseitige Enklave, es ist sehr multikulturell. Wenn wir von Sonwida ein bisschen weitergehen und uns der Gesamtsituation des Immobilienmarktes auf der Insel Mallorca zuwenden, waren es schwierige Monate? Oder wurde das immer nur so dargestellt? Wie stellt es sich für Sie dar? Jetzt dieses ganze letzte Jahr. Mhm. Die Nachfrage ist nach wie vor vorhanden, aber es ist weniger geworden. Dennoch stelle ich fest, und das ist ganz eigenartig, wir haben 2 verschiedene Märkte. Wir haben Preise, die vorher noch nie erzielt wurden, von der Höhe her. Wenn die Lage stimmt, das Design stimmt und die Architektur stimmt. Oftmals haben wir Anfragen, die wir gar nicht erfüllen können, weil der Qualitätsanspruch so hoch ist, dass ich gar nicht liefern kann, was eigentlich gefragt wird. Das funktioniert nach wie vor sehr gut. Auf der anderen Seite haben wir Häuser, die vielleicht seit 2-3 Jahren auf dem Markt sind und auch wenn wir da vielleicht ein klein wenig im Preis runtergegangen sind, sich trotzdem nicht bewegen. Wir haben also einen ganz unterschiedlichen Markt. Ist das auch die Situation heute, dass wir noch auf diesem Stand sind, der letzten Monate, oder hat sich etwas geändert? Es hat sich im Augenblick nichts verändert zum Anfang des Jahres. Früher war immer so Frühjahr und Herbst die Zeit mit der meisten Bewegung, was die Anfragen betraf. Aber mittlerweile verteilt sich es fast über das ganze Jahr und ich sehe jetzt keinen großen Unterschied zu den letzten Monaten zum Augenblick. Wir wollen ja nicht die Wahrsager hier spielen, aber erlauben Sie mir dann noch die Frage, wo tendieren Sie hin? Wie wird es werden? Ich wünschte, ich könnte wahrsagen und ich wünschte, ich hätte eine Glaskugel, wo ich reinschauen kann. Das habe ich nicht. Und ich unterhalte mich jeden Tag mit Leuten, die weltweit in dem Sektor zu tun haben, die mit Finanzen jonglieren und ich versuche auch irgendwo eine Richtung herauszufinden. Aber ich glaube, die kann man nicht voraussagen, weder hier auf der Insel Mallorca noch sonst irgendwo auf der Welt. Ich glaube letztendlich auf jeden Fall an die Insel und auch an den Bestand, den es hier gibt. Ich denke, es gibt wenige vergleichbare Standorte europaweit, die dasselbe bieten, was die Insel bietet. Und ich sehe, dass es durchaus nach wie vor eine Klientel gibt, die genau diese Lebensqualität sucht und für sich auch die Insel rausgesucht haben. Ich habe jetzt gerade ein Ehepaar gehabt aus, sie ist Amerikanerin, er ist Italiener, sprechen 5 Sprachen, könnten weltweit leben, haben auch in Amerika gelebt, jetzt zuletzt in Monaco, haben 2 Kleinkinder und haben sich in Europa einen Standort gesucht, wo sie hinziehen können, und haben sich Mallorca ausgesucht. Ich denke, gerade wenn man Familie hat und Kinder hat, vielleicht auch ein bisschen Zeit, dann bietet die Insel sehr, sehr viel. Und ich glaube nicht, dass es da andere Standorte gibt. Und deswegen glaube ich langfristig, dass das schon so weitergeht. Sie haben gerade das Stichwort gegeben von der Vielseitigkeit auf der Insel. Obwohl Sie das hier lieben und Sonwida ist nur wirklich wunderschön und auch die Nähe zu Palma.
die Insel bietet wie kaum ein anderer Fleck doch auch so verschiedene Aspekte, Ecken und ja. Aspekte, wo man wohnen kann. Ja, es gibt natürlich jetzt dieses eher urbane, doch grüne Leben in Son Vida. Es gibt wunderschöne Landhäuser, die wir im Verkauf haben. Es gibt die Penthäuser in Andratsch mit dem Meer direkt vor der Tür. Die Insel ist sehr vielfältig. Ich bin jetzt seit 12 Jahren auf der Insel und selbst nach 12 Jahren halte ich inne und denke mir, ist das schön, wenn ich mit dem Auto hier über die Insel fahre. Ich glaube, da ist so für jeden Geschmack etwas mit dabei. Es gibt durchaus Kunden, die wir haben, die suchen also mindestens 100.000 Quadratmeter große Grundstücke und möchten am liebsten überhaupt niemanden sehen und suchen dieses typische Landhaus-Ambiente. Und auch das bietet die Insel. Oftmals wissen wir gar nicht, was es für wunderschöne Immobilien gibt, weil wir sie auch gar nicht so wahrnehmen oder sehen können. Wir hatten ja so auch von den Medien her gesehen, so eine Krisenstimmung, mal provoziert, mal richtig, mal falsch, also wer will da das genau sagen, aber reagiert haben zum Beispiel Banken in Spanien. Ist das noch auf diesem Stand oder hat sich etwas zum Besseren gewendet mittlerweile? Also vielleicht kann ich noch kurz vorwegnehmen, es ging viel durch die Presse von Schnäppchenpreisen in Mallorca und ich habe endlos Angebote dieses Jahr gehabt, die auch nicht angenommen wurden von den Besitzern. Ein gewisser Spielraum an Verhandlungen ist vorhanden, aber die Idee, dass man die Immobilien jetzt hier für 30, 40, 50% günstiger kaufen kann, die realisiert sich nicht. Ich habe nach wie vor, würde mal sagen, 85 bis 90% an Besitzern, die eher die Immobilie für die nächsten 5 bis 10 Jahre behalten wollen, bevor sie jetzt zu irgendwelchen Schleuderpreisen weggeben. Das sind aber auch vor allen Dingen Immobilienkäufer, die ohne Hypotheken gekauft haben und auch nicht in diesem Engpass sind, dass sie dringend verkaufen müssten. Das widerspiegelt aber auch ein bisschen die Situation, dass die meisten, die eine Immobilie gekauft haben in den letzten 10 Jahren, nicht unbedingt mit Hypotheken gekauft haben, also auch nicht abhängig davon sind, ob jetzt die Banken Hypotheken geben oder nicht. Die Bereitschaft von einigen Banken ist auch schon längst wieder da. Solange die persönliche Liquidität des Käufers ein bisschen nachgewiesen ist, dass es also ein solventer Kunde ist, sind die durchaus bereit, auch noch Hypotheken zu geben. Also das läuft dann wieder so an? Ja, wobei ich dazu sagen muss, dass über die letzten 10 Jahre von 10 Kunden 9 ohne Hypothek gekauft haben. Ja, und das haben Sie ja vorhin gerade auch da wieder sagen können, deshalb sind Sie gar nicht in der Lage, verkaufen zu müssen. Den Vorteil haben Sie ja. Ja, es besteht natürlich auch eine gewisse Unsicherheit, was mache ich mit dem Geld? Ja. Das, was man an Zinsen im Augenblick auf der Bank bekommt, ist ja nun nicht gerade animierend, das Geld auf die Bank zu legen, plus die Unsicherheit, was damit passiert. Und da gibt es doch den einen oder anderen, der sich einfach sicherer fühlt, indem er sagt, ich behalte meine Immobilie und ja. Auch wenn ich sie jetzt nicht sofort verkaufen kann, dann nütze ich sie und genieße die Zeit darin und ich habe immerhin einen stabilen Wert. Sie haben vorhin gesagt, Sie lieben diese Insel, Sie sind seit 12 Jahren hier. Könnten Sie sich vorstellen, nochmal einen Wechsel vorzunehmen? Man soll nie, nie sagen, aber ich wüsste im Augenblick keinen Standort, der mir besser gefallen würde. Denn dazu müssen wir sagen, dass Sie ja nur einiges schon gesehen haben auf der Welt. Ja, ich habe mal 2 Jahre in England gelebt, dann 1,5 Jahre in Frankreich, dann in der französischen Schweiz und eigentlich wollte ich auch 2 Jahre in Spanien bleiben, einfach um die Sprache zu lernen und bin dann tatsächlich auch hier in Spanien hängen geblieben. Mhm. Ich war erst auf dem Festland, da fühlte ich mich aber teilweise doch ein bisschen zu sehr wie ein exotischer Vogel und kam deswegen nach Mallorca, weil Spanien an sich gefällt mir sehr gut, aber dadurch, dass es so international hier ist, macht es das natürlich auch nochmal wieder besonders interessant. Bloß die Anbindung, was ich ja nicht erklären muss, ist ja nur überall. Ja, dann wünschen wir Ihnen weiterhin viel Glück auf der Insel. Vielen Dank. Gute Geschäfte und vielen Dank, dass Sie mit uns gesprochen haben. Vielen Dank Ihnen.